Läufst jetzt schon ein bisschen länger und deine Pace, deine Geschwindigkeit wird einfach nicht besser. Wann passiert es denn jetzt? Herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin der Tonschweizer. Ja, das ist auch immer so eine Frage. Das ist die Geduld oder die Ungeduld von Laufanfänger, Laufanfängerinnen, die ich durchaus verstehen kann. Natürlich ist es nervig. Man will dann auch mal schneller laufen oder man will, dass die Herzfrequenz ein bisschen weiter runter geht. Das ist halt beim Laufen nicht so einfach zu bewerkstelligen. Die meisten Leute laufen halt einfach zu schnell. Also ihr müsst euch mal vorstellen, das will jetzt wahrscheinlich auch keiner hören, man läuft einfach zu schnell und müsste einfach noch viel, viel langsamer laufen. Und dann sagen halt viele Leute, oh, dann laufe ich ja, dann gehe ich ja. Das kann sein. Oder man könnte halt probieren, Gehpausen in sein Laufen mit einzubauen. Also alle 5 Minuten. Da braucht es auch noch keine fancy Sportuhr. Einfach mal ungefähr alle 5 Minuten, 5 Minuten gehen oder 1 Minute gehen oder sowas. Ist auch gar nicht erstmal so wichtig. Hauptsache Gehpausen machen, den Puls wieder ein bisschen runterbekommen und dann geht's weiter. Und am Anfang würde ich halt auch raten, schaut erstmal nicht auf die Pace oder sowas. Es geht darum, dass ihr möglichst Spaß habt und Freude. Ich weiß, wenn man sich langsam rumschleppt oder sowas, macht es keinen Spaß und keine Freude. Aber die Gefahr ist halt auch riesig, dass man übertreibt, dass man sich übernimmt, dass man nach jedem Lauf nach Hause kommt und sich denkt, was ist das für eine scheiß Dreckssportart? Ich habe keinen Bock mehr, das ist so anstrengend, ich verstehe die Leute nicht, warum das denen Spaß macht. Könnte sein, dass man sich gerade wiedererkennt. Und das ist auch in Ordnung. Aber das Problem ist viel zu schnell. Die Leute laufen zu schnell. Man sieht irgendjemand, der ist schnell. Ja gut, aber man weiß nicht. Ne? Vielleicht läuft er halt einfach schon 5 Jahre lang und hat die Dinge beherzigt, die ich so auf dem Kanal erzähle, im besten Fall. Also, das kommt alles mit der Zeit. Aber nehmt euch eben auch die Zeit. Denn, ja, ich bin auch ungeduldig, aber im Sport, das dauert halt alles. Ne? Das dauert und es dauert und es ist auch gut so, denn sonst kommen eben Verletzungen und dann hat man erst recht keinen Bock mehr und hört auf zu laufen. Und das wäre natürlich richtig, richtig schade, wenn man den tollen Sport einfach, dem tollen Sport keine Chance gibt und den vielleicht gar nicht richtig ausübt. Das wäre halt einfach traurig, finde ich, weil es macht sehr viel Spaß zu laufen. Oder man geht halt mal so wie ich jetzt gerade, klar, gezwungenermaßen einfach eine Runde spazieren. Und dann könnte man sich auch überlegen, oh, jetzt geht's bergab, den laufe ich runter, den nehme ich mit. Und dann geht man eben mal wieder ein Stückchen. Und wo es wieder schön ist, dann läuft man wieder. Ne? Man kann sich das halt auch so einfach schön hinreden und hinbauen. Aber wichtig ist, Spaß haben, so dass man sich nach dem Lauf eigentlich so fühlt, ich hätte weiter meinen Weg gehen können oder laufen können oder ich kann morgen einfach wieder los und bin ich total fertig. Ich hoffe, die Grundaussage kommt so ein bisschen rüber. Bin ich abgewichen von der Pace, die schneller wird, aber ich glaube, vieles ist immer zu verkopft und vieles kommt einfach von automatisch. Also macht euch da nicht so selber so einen Druck, sondern geht raus. Ja, so wie ich. Danke fürs Zugucken. Abonniert den Kanal. Bis dann, euer Tonschweizer.